Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und zum dritten Video der Emmet Webcams. Wir hatten also die 1080p Autofokus Webcam. Dann hatten wir die HD Webcam Emmet C960. Jetzt kommen wir zu dieser All-in-One USB Webcam. Mit vier Mikrofonen. Zwei Speakern, also das sind auch Lautsprecher hier vorne. Deswegen hat mich die so interessiert, wie die Lautsprecher sind und ob man damit wirklich was anfangen kann. Vor allen Dingen, wenn man halt ein Mikrofon dann halt hat, dass er dann halt, ich habe ein gutes Mikrofon mit Rode, dass er halt, wenn es vor dem Rode ist, dass er vielleicht nicht so im Stream ist, wenn ich mal keine Kopfhörer aufsetzen kann. Da wäre das dann interessant. Und eine 1080p sollte es natürlich auch wieder sein. Und hier haben wir auch wieder hohe Kompatibilität. Zwei Speakers, vier Mikrofone und kristallklare Klarheit. Das steht da wirklich, wenn ihr mir das nicht glaubt. Kristall. Wartet mal, ich mach mal so, ich zoome euch da mal ran. Und jetzt steht auf allen Kartons drauf. Ja, die Folie spiegelt ein bisschen. Ich hoffe, ihr könntet erkennen. Da steht da kristallklare Klarheit. Ich bin gespannt, was uns die kristallklare Klarheit denn bringt. Ich habe es in den anderen beiden Videos schon gesagt, ich sage es hier auch gerne nochmal. Ich glaube nicht, dass es. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie teuer die sind. Wollte ich mir auch ehrlich gesagt nicht spoilern lassen, weil ich will da unbefangen ranieren. Also für einen schmalen Taler denke ich mal okay, aber das ist nicht hochpreisiges. Also da brauchen wir uns nichts vormachen. Hier haben wir wieder eine Anleitung, USB-Webcam. Und Deutsch ist diesmal auf Seite 28 wieder mal. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ist aber auch ziemlich klein geschrieben. Ach, die hat so ja eine Nummer. Das ist die C980. Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Emmet 1080p Webcam. Verwenden Sie Anleitung Webcam mit C980 HD Webcam. Aha, okay, das ist die C980 sogar. Ja, das ist alles Standard. Alles Standard wie bei ein paar Bilder von Mac, ein paar Bilder von Windows. Ja, und das war doch schon. Also, wir haben hier eine Tüte mit dem Emmet-Logo. Oh, das ist wohl die. Alter, das ist eine Cam. Hoa, ist das ein Hoshi. Was haben wir hier? Ach, hier haben wir denn. Ach, hier jetzt. Das ist jetzt wohl die Königsklasse von Emmet. Also das Flaggschiff wohl, weil hier hält es dann mit Magnet. Hier brauchen wir nichts kleben. Dann haben wir die beiden Lautsprecher. 1080p Webcam, Emmet Inc., HD Lens. Aber ist das ein fetter Hoshi? Hier sind die vier Mikrofone immer noch. Ich bin immer noch der Meinung, ich verstehe es immer noch nicht, warum Mikrofone nach oben, also die eigentlich nach vorne zu mir. Die sollen mich ja filmen und nicht, also meine Stimme und nicht halt, naja, den Raum.
Standfuß ist Festhaltung, da brauche ich nichts sagen, das ist ein und dasselbe wie alle anderen. Wir können es ja aber ziemlich weit biegen, das ist bei den anderen nicht so weit gewesen, dass wir so ja komplett runter machen können. Ja, auch hier ist wieder der Kabel fest. Hier haben wir aber auch wieder ein USB 3 und der dritten Generation, aber den haben wir bei allen, aber dass wir hier auch wieder ein Hütchen mit bei haben. Ich weiß nicht, ey. Also das ist wirklich, die hat auch ein bisschen was, also das ist wirklich ein richtiger Klopper. Also das ist ein richtiger Hoschi hier. Aber nicht immer viel gut ist gut. Müssen wir mal gucken, wie sie sich jetzt schlägt, wenn wir sie am PC anmachen. In der Hoffnung, dass die wenigstens ein halbwegs vernünftiges Bild macht, weil ich sag euch so, wie das ist. Also, ich habe es bei den anderen auch gesagt. Ich teste die gerne, aber ich bin nicht. Also, ich glaube nicht, dass die so eine gute Qualität haben werden. Also, da bin ich felsenfest von überzeugt, dass die nicht so eine Qualität haben werden. Weil das wirkt alles. Ich weiß nicht. Wenn die Kamera so ein Hoschi. Alles sehr kurios. Und die Linsen. Also, ich habe jetzt alle drei hier hintereinander ausgepackt. Die Linsen sehen bei allen dreien fast identisch aus. Gleiche Größe, da hat sich jetzt nichts großartig geändert. Also, ich denke mal, da ändert sich nur softwaremäßig was. Also, ich bin da noch nicht so überzeugt, muss ich sagen. Aber na, vielleicht überraschen sie uns ja auch und am PC dann auf einmal ist es absolute Granatenkamera auf einmal. Ich bin mal gespannt. So, ein wunderschön, wieder zurück. Wir wollen jetzt die All-in-One-Webcam von Emmet machen. Ich habe jetzt schon die Nova gemacht und die C960. Die Nova ist eine kleine Enttäuschung. Also, ne, ich habe schon gedacht, dass sie so abschneiden werden wie die Nova, aber die ist dann schon ein bisschen besser von der Grafik her. Und das Mikrofon hat mich hier sehr überrascht. Und hier haben wir jetzt bei der All-in-One vier Mikrofone verbaut. Vier Stück. Also da bin ich jetzt mal gespannt. Also die muss jetzt ordentlich was reißen. Und die soll auch 89 Euro kosten. Also für den Preis will ich jetzt wirklich was Vernünftiges sehen. Also wir haben uns so jetzt ein bisschen gesteigert, aber wie gesagt, die Grundsoftware von Emmet ist nicht schön. Und die Grundeinstellungen der Kameras sind auch immer nicht schön. Da kann man immer noch ein bisschen mehr rausholen. Die hat aber jetzt hier wirklich ordentlich Gewicht. Also ich muss jetzt mal das Ding, Pinüppelchen, wegmachen. Wir haben wohl Lautsprecher, das werde ich mir dann auch gleich noch antun. Also die muss jetzt wirklich 89 Dollar. Also die muss jetzt der Knaller sein. Das muss jetzt der Überflieger schlechthin sein. Also von den Standardeinstellungen jetzt her im Gegensatz zu den anderen Modellen, das Licht wird alles erkannt. Also man sieht sogar die einzelnen Lichteinfälle hier von der Jalousie und nicht nur einfach hell. Ja, man kann natürlich was verbessern. Die Sicht bei mir sieht immer noch ein bisschen porig aus, also ein bisschen rauschig. Kann man natürlich verbessern. Das werden wir auch gleich mit OBS versuchen. Aber die ist jetzt auf jeden Fall
schon mal wesentlich besser als die anderen. Also das hätte ich jetzt auch, das wäre jetzt so kacke gewesen, wenn die jetzt keine Leistung mehr gebracht hätte. So. Und einstellen, also das macht sich natürlich in OBS, uppala. Das macht sich natürlich in OBS am besten mit den Einstellungen. So, und da holen wir jetzt ein Videogerät. Und wie war die nochmal? Das war die All-in-One. Oder wie heißt die, wenn ich die jetzt... All-in-One. C180 Pro ist das da. Okay. Und hier müssen wir auch auf Benutzer. 1080. So. Und die ist nochmal wesentlich größer als die C960 und die Nova. Dann kommen wir gleich dahin. Wir müssen erstmal noch hier die Einstellung. Wir haben auch nur 30 FPS. Ich sag höchste. MPEG. Damit da hier nichts rechnen muss. 700. Nee, warte, ich hatte 610. Hier lassen wir Standard. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Also, ich habe noch nichts eingestellt. Ich habe jetzt nur die Grundeinstellung gemacht. Ich habe jetzt noch nicht mal mit der Farbe und so gemacht. Ich glaube, da wird doch teilweise übernommen von der mit davor und sie sieht wirklich gut aus. Also sie jetzt so in diesem Feld, in der Größe, sieht sie wirklich gut aus. Das Licht wird hier wiedergegeben, das ist selbst bei meiner teuren Cam hier einfach hell, weil ich es nicht dafür eingestellt habe. Die ist so eingestellt für abends, dass sie abends wirklich ein gutes Bild hat. Und jetzt machen wir mal groß, was können wir denn hier jetzt reißen? Geht. Also ich würde sagen, geht. Also in der Aufnahme sieht es ein bisschen nicht so fixig aus, wie es in echt aussieht, muss ich sagen. Aber wir gucken mal, was wir jetzt noch reißen können, wenn wir jetzt hier die All-in-One und dann zack. Das schiebe ich mal auf einen anderen Bildschirm. Oh. Nee, das sind doch nicht die Einstellungen von dem letzten. So, wir können hier. So, wir können hier. Wir machen mal auf. Also die ist wirklich. Oh. So, Kontrast. Wartet mal, ich muss die clean machen. Da kann ich mehr erkennen. Also ich würde sagen, die ist jetzt von den Standardwerten, also von den ersten, die ich jetzt hier so mache, schon echt top eingestellt. Farbton. Kann ich nichts. Sättigung. Sättigung ist bei 27. Na, hier wird es schön. Na gut, man könnte halt noch ein bisschen Farbe reinmachen, wenn man auf 30 geht. Wir machen das jetzt einfach mal. Gehen wir auf 30. Schärfe. 114. Na, da wird es wirklich pixelig. Wenn wir die Schärfe rausnehmen und jetzt mal groß machen. Das ist wirklich ein bisschen besser. Oh, ich muss noch eine Hustenbonbon nehmen. Aber jetzt siehst du wirklich bei den, wenn du das Fenster clean machst, am besten. Finde ich für mich persönlich.
Wackelt oder nicht? So, dann können wir noch Weißabgleich. Hier steht aber nur was von 600, komischerweise. Also ich kann jetzt 2.900 gar nicht einstellen. Kratterchen. Ich mach die mal auf 500, ein bisschen mehr als, na, 533, ein bisschen mehr als der Standard war. Hintergrund. Kann ich hier gar nicht stellen, komischerweise. Aber es macht nichts. Also auf jeden Fall ein Sprung nach vorne im Gegensatz zu den anderen. Muss man jetzt mal so sagen. So, dann würde ich jetzt hier mal kurz. Kann ich eigentlich Pause machen? Ach, jetzt habe ich da wieder aufgekratzt, die Idiot. Kann man hier Pause machen? Nee, kann ich nicht. Ja, muss ich nochmal. Aber machen wir jetzt erstmal Audioaufnahmegerät. Eigenschaften. Und dann nehme ich jetzt die C89 Pro rein. So, ich mache jetzt hier mal mein Mikrofon stumm. So, alles, was jetzt kommt, ist über die C980. Also die da. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Also ich habe extra mal die Richtung jetzt auch gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sie sich schlägt. So, ich habe die Aufnahme wieder gestartet. Und dann gehen wir hier hin und diese Aufnahme öffnen wir mal. So, ein wunderschönen. Also auf jeden Fall. Wie hat aufgekratzt, die Idiot. Ein Mikrofon stumm. Es kommt, ist über die C980. Also die da. Esel fressen Nessel nicht, Nesseln fressen Esel nicht. 1, 2, 3, 4, Eckstein, alles muss versteckt sein. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P. Also ich habe extra mal die Richtung jetzt auch gemacht. Ich bin mal gespannt, wie sie sich schlägt. Ja, wie ihr gehört habt, ich finde sie etwas hallig. Ich find die vier Mikrofone etwas hallig. Da sind die Mikrofone von der C960, die hat ja nur hier oben zwei Mikrofone, eins, also da und da, finde ich da wesentlich angenehmer. Aber man kann ja mal gucken. Aufnahmegerät. Ja gut, ich könnte jetzt hier in OBS, könnte ich hier jetzt noch Filter drin ballern. Und noch ein bisschen anheben, Rauschunterdrückung, was weiß ich, aber ich weiß nicht. Also vom Bild her gefällt mir die C980 Pro von allen dreien am besten. Es ist keine High-End-Kamera. Wenn ich mich groß mache, bin ich immer noch verpixelt. Ich finde es aber gut, dass es jetzt hier nicht nur eindeutig
hell. Ja, dass man auch so die Abstufung sieht. Man sieht mich vernünftig. Der Preis $89. Den finde ich aber trotzdem ein bisschen heftig. Aber von allen drei gezeigten Kameras, auch von den Emmets, die ich davor hatte, ist es die, die jetzt bis jetzt am besten performt hat. Außer jetzt beim Mikrofon. Es ist okay, man könnte jetzt mit Kompressor, Audio, mit irgendwelchen Filtern und was weiß ich, Rauschunterdrückung noch was rausholen. Aber da ist es hier von der C960 das Mikrofon besser. Also von der Komplett-Performance finde ich jetzt definitiv am besten. Also von der Komplett-Performance ist es die Cam, die mich von den dreien jetzt am besten überzeugt. Außer der Preis. Den Preis finde ich immer noch zu heftig. Meiner Meinung nach. Da muss mehr gehen. Der muss nach unten gehen, weil da kriegst du ja schon Markengeräte für. Mit der Qualität. Aber glaube ich. Ich habe die Preisgarantie jetzt nicht so im Kopf. Aber ich habe ja für meine Elgato habe ich ja schon 100 noch was bezahlt. Und das ist nicht viel von 89 Euro weg. Also 129 oder 139 habe ich bezahlt. Bin mir jetzt ja gerade nicht so sicher. Das ist nicht viel von 89 Euro weg. Also da muss, und die Software, die Emmet muss unbedingt die Software. Also bei der Kamera ist die Software grundsätzlich schon mal gut eingestellt innerhalb der Kamera. Das würde ich mir für die drei hier auch wünschen, weil da ist definitiv noch Luft nach oben. Mikrofon ist, wie gesagt, nicht so toll. Aber die reine Software für Windows zum Beispiel, da geht noch was. Die Einstellung ist mühsam, geht nicht so gut von der Hand, ist nicht so toll. Ist wirklich nicht so toll. Also die Originalsoftware ist Murks. Da muss Emmet definitiv nachbessern. Das geht besser. Aber das sollte jetzt auch soweit dazu gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.